erinnern Sie sich an Maria von Bethanien. Und als er in Bethanien im Haus Simons, des Aussätzigen, aß, kam eine Frau mit einer Alabasterdose voller kostbarer Nadensalbe. Und sie zerbrach die Schachtel und schüttete sie ihm über den Kopf. Und es gab einige, die empört waren und sagten, warum wurde diese Salbe verschwendet? Es hätte für mehr als 300 Groschen verkauft und den Armen gegeben werden können. Und sie murrten gegen sie. Und Jesus sagte, lass sie in Ruhe, warum belästigst du sie? Sie hat gute Arbeit für mich geleistet, denn du hast die Armen immer bei dir, und wann immer du willst, kannst du ihnen Gutes tun, aber du hast mich nicht immer. Sie tat, was sie konnte. Sie kam im Voraus, um meinen Körper für die Beerdigung zu salben. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium auf der ganzen Welt gepredigt wird, wird auch darüber gesprochen werden. Was sie in Erinnerung an sie getan hat. Markus 14:3-9. Nur Jesus Christus rettet. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden retten. Matthäus 1:21. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 3:16. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Johannes 14:6. Auch in keinem anderen gibt es Erlösung, denn es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, der den Menschen gegeben ist, durch den wir gerettet werden müssen. Apostelgeschichte 4:12. Denn ich habe euch vor allem das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich dass Christus gemäß der Schrift für unsere Sünden gestorben ist. Dass er begraben wurde und dass er am dritten Tag wieder auferstanden ist, gemäß der Schrift, 1. Korinther 15:3-4. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Gemäß dem Reichtum seiner Gnade, Epheser 1:7. Es gibt 4 Wahrheiten, die wir vollständig verstehen müssen. 1. Gott liebt dich so sehr. Er möchte, dass du mit ihm das ewige Leben im Himmel hast. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 3:16. Er möchte, dass sie ein erfülltes und bedeutungsvolles Leben mit ihm führen. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Johannes 10:10. Trotzdem erleben viele Menschen kein sinnvolles Leben und sind sich nicht sicher, ob sie ewiges Leben haben, weil... Zweitens, der Mensch ist von Natur aus sündhaft. Deshalb ist er von Gott getrennt. Alle haben gesündigt. Denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verfehlt. Römer 3:23. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. 1. Timotheus 6:10. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Römer 6:23. Die Bibel spezifiziert 2 Arten des Todes, körperlicher Tod, und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, Hebräer 9:27. Spiritueller Tod oder ewige Trennung von Gott in der Hölle,
Aber die Furchtsamen und Ungläubigen und die Greuel und Mörder und Hurer und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner werden ihren Teil haben in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Offenbarung 21 zu 8. In der Mensch aufgrund seiner Sünde von Gott getrennt ist, was ist die Lösung für dieses Problem? Wir denken oft, dass die Lösungen darin bestehen: Religion, gute Werke und gute Manieren. Weil es gibt nur eine Lösung von Gott. Dritte, Jesus Christus ist der einzige Weg zum Himmel. Das ist Gottes Erklärung. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Johannes 14 zu 6. Bezahlte die volle Strafe für unsere Sünden. Denn auch Christus hat einst für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, um uns zu Gott zu bringen, indem er im Fleisch getötet war, durch den Geist lebendig gemacht wurde. 1. Petrus 3,18. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, gemäß dem Reichtum seiner Gnade. Epheser 1 zu 7. Er hat das Versprechen des ewigen Lebens. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Und wer nicht an den Sohn glaubt, wird das Leben nicht sehen. Aber der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Johannes 3,36. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Römer 6,23. Vierte, wir müssen an Jesus Christus glauben, um gerettet zu werden. Unsere Erlösung verursacht der Gnade Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet. Und das nicht aus euch selbst. Es ist die Gabe Gottes. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Epheser 2 zu 8, 9. Denn wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Römer 10,13. Das Gebet des Sünders. Beten Sie dies mit Glauben. Herr Jesus, vielen Dank, dass Sie mich lieben. Ich bekenne, dass ich ein Sünder bin und bitte um eure Vergebung. Danke für deinen Tod am Kreuz, deine Beerdigung und Auferstehung, um alle meine Sünden zu bezahlen. Ich vertraue dir als meinem Herrn und Erlöser. Ich nehme dein Geschenk des ewigen Lebens an und übergebe dir mein Leben. Hilf mir, all deinen Befehlen zu gehorchen und in deinen Augen angenehm zu sein. Amen. Wenn Sie auf Jesus Christus Vertrauen haben, ist Ihnen Folgendes passiert. Jetzt haben Sie ewiges Leben mit Gott. Und dies ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn am letzten Tag auferwecken. Johannes 6,40. Alle eure Sünden wurden bezahlt und vergeben. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Aber dieser Mann setzte sich zur Rechten Gottes, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hatte. Hebräer 10,12. Bist in Gottes Ansicht eine neue Schöpfung. Es ist der Anfang ihres neuen Lebens. Wenn also jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Altes ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. 2. Korinther 5,17. Du wurde ein Kind Gottes. Aber so viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Söhne Gottes zu werden, auch denen, die an seinen Namen glauben. Johannes 1,12. Gute Werke sind für uns kein Weg zur Rettung, sondern ein Beweis oder eine Frucht unserer Rettung. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bestimmt hat, dass wir in ihnen wandeln sollen.
Epheser 2:10. Gott schütze dich.